Let's go. Gut, dann nochmal willkommen zu noch einer Folge Film und Waffen. Hi. Die Frage heute ist es, Markus, was ist denn dein Lieblingsfilm? Ganz eindeutig, Castaway mit Tom Hanks. Ganz Castaway. ohne Schusswaffen. Castaway ist wirklich ein super Film. Ich habe immer Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten. Was ist dein bester Film oder welche findest du am besten? Denn ich habe eigentlich einen Haufen Filme, die ich super finde. Aber für mich habe ich neulich herausgefunden, dass ich eigentlich drei Kriterien habe, um das zu definieren. Und zwar, es muss natürlich ein super Film sein. Castaway gehört definitiv dazu. Es muss ein Film sein, das mich schon längere Zeit begleitet, also nicht unbedingt irgendwas, was ich gestern gesehen habe. Und es muss ein Film sein, das ich vielleicht mehrmals gesehen habe. Und das trifft auf einen Film zu, und zwar Back to the Future. Also ich würde sagen, das ist wirklich vielleicht mein Lieblingsfilm. Ja? Und der ist tatsächlich die Motivation für unser heutigen Experiment. Und zwar in Back to the Future 3, das ist eine Trilogie. Da wird der Protagonist Marty McFly, der ist einmal in die Vergangenheit gereist, im Wilden Westen. Und dann bekommt er von einem Waffenhändler einen Colt rübergegeben, einen Colt Single Action Only. Und dann soll er mit einfach mal ein bisschen schießen. Ja? Und die glauben nicht, dass der wirklich gut schießen kann. Und dann nimmt er das und räumt total ab. Na? Und der Händler ist total baff und fragt ihn, wo hast du denn so schießen gelernt? Ja? Und dann sagt er, Videospiele. Und das war auch die Frage, die wir hatten. Kann man mit Videospiele, mit sowas hier, tatsächlich besser schießen, Einen lernen Mehrwert. zu schießen? Hat man einen Mehrwert durch Videospiele, die man dann übertragen kann auf das im normalen Schießstand oder zum normalen Schießenverhalten? Das haben wir heute getestet. Viel Spaß. Wir haben drei Spiele getestet, um nochmal die Frage zu beantworten, ob man mit Videospielen tatsächlich besser schießen kann. Ja? Und zwar, hier habe ich zwei davon, einmal Farpoint und einmal Super Hot. Das dritte Spiel ist digital, das blende ich kurz ein. Das Gun Club VR. Und das sind alles Spiele mit der PlayStation VR, also mit virtueller Realität nochmal getestet. Ja? Und wir haben jetzt die Spiele durchlaufen und wir haben dann quasi so einen Bewertungskatalog durchgeführt, wo wir dann einfach mal die Spiele testen und eine Note vergeben. Und unsere Kriterien, um festzustellen, ob diese Spiele tatsächlich dann für Schütze eigentlich eine gute Idee sind einmal die Echtheit der Waffen. Sind die Waffen, die dort in den Spielen dargestellt werden, sind die echt? Wie sind denn vielleicht die mechanischen Teile, die sich dort bewegen in der Waffe, entsprechen die der Realität oder wird das einfach nur alles ganz grob dargestellt oder vielleicht sogar total vernachlässigt? Also Echtheit der Waffe. Geschwindigkeit und Reaktion. Kann ich Geschwindigkeit und Reaktion trainieren mit so einem Spiel? Kann ich Präzision trainieren in so einem Spiel? Abläufe. Abläufe muss man ein bisschen erklären. Kann man in so einem Spiel tatsächlich solche Abläufe, die einen Schützen sich beibringen kann, kann man das üben? Zum Solche Beispiel schneller Magazinwechsel. Magazin wechseln oder dass ich, oder auch allein die Reihenfolge, wie ich die Sachen mache, dass ich erstmal überprüfe, ob die Waffe entladen ist beispielsweise. Das sind so Abläufe, die man trainieren kann. Schütze machen das normalerweise zu Hause. Das ist die sogenannte Trockenübung. Ja. Eignet sich quasi so ein VR-Spiel für sowas. Und das andere ist Taktik. Kann ich Taktik trainieren damit? Also wie reagiere ich quasi auf die Gegner, die ich habe oder auf das, was passiert bei mir im Schießstand? Ne? Und das waren dann unsere Bewertungskriterien. Und ich würde sagen, los geht's jetzt hier mit dem Testen. So Leute, das nächste Spiel, was ich euch gerne zeigen möchte, heißt Gun Club VR. Und das ist nichts anderes als das ist eine Schießstandssimulation. Da gibt es auch keine Story, keine Narrative, sondern man hat einfach man kann einfach sich verschiedene Waffen aussuchen und in verschiedenen Modi einfach mal üben. Die Modi zeige ich euch jetzt auch gleich, die sind auch ziemlich cool. Vorher wollte ich noch mal ganz kurz zeigen wie man mit den Waffen hier umgeht und was man auch kaufen kann. Ja? Also man hat ja quasi verschiedene Waffen. Ich habe hier beispielsweise die Glock. Ja? Und das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist die Liebe zum Detail. Ja? Also die sieht absolut wie auch meine Glock 17 aus. Man kann hier wirklich alle Details sehen. Einmal 19, hier steht
Austria steht ja da. Also auf der Brille ist es nicht so scharf, wie ihr es jetzt auch gerade seht, ne? Aber man kann es trotzdem erkennen. Und auch alle Details hier den Verschlussfanghebel ist auch zu sehen, den Löser hier fürs Magazin auf der anderen Seite. Dort steht Tactical. Ich glaube, hier musste normalerweise die Seriennummer stehen, was sie natürlich nicht schreiben können. Hier habe ich auch ein Logo, was ziemlich nach Glock-Logo ausschaut, ne? Also wirklich ziemlich, ziemlich cool, ja? Ich kann das Magazin auch lösen. Man sieht ja auch hier, das ist auch das Coole, man kann auch nach vorne und nach hinten gehen, dass da auch eine Patrone ist. Ich lasse das nochmal los. Ich kann die Waffe auch repetieren. Die ist leer. Ich kann das Magazin auch einführen. Wenn ich hier schieße, dann passiert natürlich nichts. Ich habe keine Patrone ins Patronenlager geladen. Einmal und jetzt ist die Waffe geladen. So wie im Echt. Also wirklich diese Liebe zum Detail, wirklich super gut umgesetzt. Was ich schade fand, ist, dass man den Verschlussfanghebel, also das hier, nicht tätigen kann. Also ich habe jetzt quasi die Waffe ist leer, ich habe sie leer geschossen, dann lasse ich das Magazin los, nehme ein neues Magazin, einführen und ich habe keinen Knopf quasi, um das hier zu betätigen, damit die Waffe eben, damit der Schlitten nach vorne geht. Ja, ich muss sie also mit der Hand quasi so quasi repetieren. Das ist zwar im Echten so, aber wenn ich im Schießstand bin, dann würde ich eigentlich auf diesen Knopf hier drücken. Und das kann man hier nicht machen. Es ist nur eine kleine Anmerkung am Rande. Ja. Gut. Man hat ja, hier habe ich die Waffe, die ich vorhin gekauft habe, aber ich gehe einfach mal hier zu den Buy-Weapons. Dann kann ich euch mal zeigen, alles, was zur Verfügung steht. Ja? Man hat verschiedene Kurzwaffen und Langwaffen, von Sniper-Rifles zu Rifles und Flinten. Ich konzentriere mich eigentlich auf die Kurzwaffen, weil das ist das auch, wofür ich mich auch interessiere. Die anderen kenne ich auch gar nicht. Also vielleicht nur vom Sagen hier, was stand denn da? Das kenne ich zum Beispiel auch nicht. AK-47, ja, das ist, glaube ich, vielleicht das Einzige, was ich so kenne. Ja, ansonsten, deswegen, das interessiert mich ein bisschen wenig. Aber die Pistolen finde ich ziemlich interessant. Glock 17 hat man zur Verfügung. Da hat man eine CZ-75, gerade für die Sportschützen. Die werden es wahrscheinlich lieben. Colt 1911, ziemlich cool. Den muss ich mir auch kaufen. Hier haben wir, das ist eine SIG, ne? Genau, das ist eine SIG. Eine Desert Eagle, für die, die es gerne wuchtig haben, auch ziemlich cool. Und ein Revolver Smith & Wesson. Ja. Ich finde es ziemlich interessant. Da sind noch ein paar anderen da. Das kenne ich nicht. Aber das ist auch das Interessante dabei. Man kann sich auch hier so ein bisschen weiterbilden. Ja. Also kann sich mit Waffen beschäftigen, die man normalerweise auch gerade hier in Deutschland eben nicht kennt oder auch gar nicht schießen kann. Wie beispielsweise hier die Glock 18. Soweit ich weiß, ist die vollautomatisch. Deswegen kennt man sie hier auch kaum. Ja. Man hat auch, wie gesagt, verschiedene Flinten. Ich gehe aber hier so ein bisschen schnell drüber, weil, wie gesagt, ich kenne mich nicht so aus. Aber man kann auch verschiedene Flinten besorgen. Also die Leute, die gerne so mit Langwaffen schießen, die werden sich hier schon wiederfinden. Ja. Gut, hier sehe ich eben die Waffen, die ich ja schon gekauft habe. In Smith & Wesson. Ich wollte euch noch mal ganz kurz zeigen, wie man das Revolver hier nachlädt. Also ich schieße ihn einmal leer, da ist nichts mehr. Dann drücke ich auf den Knopf, dann geht die Trommel auf, dann kippt man die so um, dann fallen noch mal alle Patronen, dann nehme ich die Patronen, füge das ein und dann, also ziemlich cool gelöst fand ich. Ja, man kann auch nur so ein bisschen den Trigger drücken und man sieht auch, wie die Trommel so ein bisschen rotiert und wenn ich weitergehe, dann irgendwann habe ich einen Schuss. Ja. Liebe zum Detail, echt super. Hier habe ich die Beretta, die hat auch eine Sicherung da oben. Was ist denn hier los? Die man auch, genau, die ist jetzt gesichert, passiert ja nichts. Die ist jetzt geladen. Cool, ich mag die Beretta. Hier haben wir die MP5. Ja, und was ich euch gerne nur hier zeigen möchte, ist, man kann sie auch nur mit einer Hand halten, aber das ist,
ein bisschen unreal. Achso, ich habe sogar eine Red Dot eingebaut. Aber man kann sie auch mit beiden Händen halten, ja. Und das ist komisch. Ich finde, das funktioniert nicht so gut. Weil man hält quasi Luft. Bin ich ein bisschen schwierig, ja. Also vielleicht gewöhnt man sich dran, aber wie gesagt, ich habe ja nicht so Interesse damit zu schießen. Ich finde das auch so ein bisschen komisch gelöst hier. Deswegen benutze ich das auch kaum. Eine Flinte hat man auch. Repetieren einmal. Ja, ist cool, aber unrealistisch, finde ich. Ja. Haben wir die Desert Eagle. Auch ziemlich cool gelöst. Man merkt auch, wie so ein riesen Recoil hier ist, weil das natürlich einen dickeren Kaliber. Ja, also hier sind die Dinge, wie gesagt, die ich zur Verfügung habe. Mit der AK-47 kann ich noch einmal schießen. Zum Beispiel diese ganzen Hebel hier kenne ich natürlich nicht. Ich hatte noch nie eine. Aber das ist wahrscheinlich Fire. Und das ist Safe. Ah, da ist noch eine Zwischenstufe. Okay, also Safe, das ist Auto. Und das ist Single. Kann mit beiden Händen. Cool. Magazin wechseln. Spielerei. Gut. Hier haben wir auch noch eine SIG, die ist auch aufgepimpt. Ja, dann erzähle ich mal vielleicht noch ein bisschen was zu den. Man kann die Waffen konfigurieren, was man hier sieht, diese Zahl. Das ist quasi die Konfiguration, die man hat. Die Glock 4 ist quasi so die nackige Glock, also ohne irgendwas. Und hier beispielsweise habe ich ein größeres Magazin gehabt, mit, glaube ich, mit 30 oder 31 Schuss und eine Taschenlampe hier eingebaut. Ja, es gibt auch verschiedene Modi, wo man die Taschenlampen braucht. Ja, was man, man kann ja auch beispielsweise einen Laser da auch einbauen und einen Red Dot. Und das Coole ist, man kann das hier wirklich selber machen. Also ich kann das hier nochmal rausnehmen, rausgenommen, dann ist es ohne und dann kann ich es wieder einbauen. Und die Schiene muss ich auch selber einbauen. Und das finde ich auch gerade so von diesem Lerneffekt ziemlich interessant. Ich habe beispielsweise meine Glock gar nicht gepimpt. Ich kenne mich damit wirklich null aus. Ich weiß, dass ich hier vorne Rails habe, aber ob ich noch irgendwas dazu brauche oder wie das funktioniert, keine Ahnung. Und das kann man hier so ansatzweise zumindest machen. Ja? Und das fand ich auch interessant, damit man so eben so ein bisschen lernt. Die habe ich so ein bisschen übertrieben mit so einem Trommelmagazin und auch ein Red, ist der Red Dot an? Auch ein Red Dot und hier unten auch ein Licht. Was man natürlich irgendwie hier gar nicht in Berührung kommt in Deutschland, weil das alles auch natürlich verboten ist. Aber es ist trotzdem interessant, dass man eben damit ein bisschen lernt umzugehen. Ja? Also hier könnte man dann einfach mal verschiedene Magazinen kaufen, verschiedene Munition. Damit man besser schießt, hier so Red Dots oder Lasers sind ja da, aber ich finde, wenn man hier mit Laser schießt, das ist dann wirklich Videospiel, habe ich weggelassen. Und hier könnte man zum Beispiel so einen Griff vorne einbauen, aber war nicht so mein Ding. Und hier sind die Rails, ja. Gut, ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir nochmal ein bisschen hier dann schießen. Dann gehen wir nochmal auf die verschiedenen Schießmodi. Ich nehme immer die Konfiguration 3. Und hier hat man verschiedene Schießmodi. Ja, das eine, nehmen wir hier einfach mal den Slideshow. Ja, nehmen wir hier den Easy. Ich glaube, hier schießt man, was man hier hat, ist einfach mal so rotierte Ziele. Und ich bin hier in einem Schießstand. Und ich würde sagen, das hier ist, ja, so vielleicht 8, 10 Meter von mir entfernt. Ja. Und ja, man kann hier einfach mal ein bisschen üben. Und es gibt auch verschiedene, also hier haben sie rotiert die Ziele, aber es gibt welche, wo sie sich so umdrehen und man kann das auch ein bisschen üben, aber das sind relativ statische Dinge. Wer darauf Lust hat, kann man das machen. Es ist ganz cool zum Üben, vielleicht zum Präzision üben. Aber mir hat es am besten eigentlich die anderen Modi gefallen, und zwar
Den Action-Modus, der ist ziemlich cool. Wir machen das aber hier nicht so schwer, sondern wir nehmen den hier zum Beispiel. Ja. Und hier kommen quasi jetzt verschiedene Figuren auf einen zu und da muss man entsprechend auch reagieren. Ja. Und da ist auch der Überraschungseffekt da. Die sind aber weit weg. Oh, da ist auch ein Hostage. Die sind aber echt weit weg. Und dann kann man sich hier auch mal bewegen, man kann ja nachladen, dann gehe ich nochmal dahin, dann bewege ich mich nach vorne. Mensch, sind die aber weit weg, ey. Ich mag, wenn die ein bisschen näher dran sind. Genau, also diese blaue hier, die sind gepanzert, die grünen sind normalerweise mit einem Schuss weg. Alle sind mit Headshots, wie jetzt, immer weg, zack, zack. Zack. Nachladen. Ja. Ups. Hostage gerettet. Aber manchmal ist man so drin hier in quasi das Schießen, das kommt so ein Hostage und man sieht es ja nicht und gibt einen Schuss. Und das finde ich eben so einen coolen Training, was man normalerweise eben, also ich weiß nicht, warum man das in Deutschland machen kann. Wahrscheinlich kann man das ja gar nicht, weil das so Kampfmodus ist. Aber das macht Spaß, weil es eben so auf Reaktion ist. Du weißt nicht, welcher Gegner kommt wo und dann muss man entsprechend reagieren. Und manchmal kommt einfach nur ein Hostage, also dann nicht schießen. Oder manchmal kommt eben so ein Hostage und da hinten ein ich sag mal so ein Böse. Und dann muss man nur einen Bösen treffen. Und hier bekommt man auch seine, quasi seine Performance auch angezeigt. Also das ist... Das ist ein Modi, was wirklich so Spaß macht. Ja. Gehen wir zum nächsten Modi und eigentlich mein Favorit. Also das könnte ich wirklich fast stundenlang spielen. Das ist dieser Zombie-Modus. Ja. Aber wir machen den auch nicht so auf die Difficult. Hier wäre zum Beispiel, bräuchte man eine Taschenlampe, weil das im Dunkel ist. Aber wir machen das nicht im Dunkeln, sonst seht ihr das nicht. Also hier kommen Zombies auf einen zu, also Papp-Zombies. Und wie bei Walking Dead muss man die abschießen mit einem Kopfschuss. Sonst sind die nicht weg. Ich mach mal hier zack, 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 Kopfschuss. Dann sind die weg. Und das ist anders als bei dem anderen Modi mit Action, wo sie überraschend kommen. Hier kommen sie nicht überraschend, hier kommen sie sehr langsam auf mich zu. Und dann kann ich mich auch darauf einstellen und eine Taktik mir überlegen. Ja, ich muss ja nicht unbedingt schießen, wenn sie ganz weit weg sind. Ich mag auch nicht so von der Entfernung schießen, weil das treffe ich ja auch nicht. Genau, aber das macht Spaß. Jetzt gerade ist jetzt so ein bisschen zu easy hier, weil sie so langsam sind, aber in den späteren Levels, da kommen sie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf einen zu und dann muss man sich wirklich ziemlich beeilen mit Nachladen und muss auch, jeder Schuss muss auch sitzen, sodass die Zombies auch nicht auf einen zukommen. Und das macht wirklich Spaß. Und die Immersion ist auch so super, dass man sich wirklich fühlt, als wäre man in diesem Raum. Und wenn so ein Papp-Zombie auf einen zukommt, das ist schon ein bisschen unheimlich. Ja? Gerade wenn sie so neben einem stehen. Ja? Man kann auch verschiedene Gegenstände hier auch schießen. Da passiert ja was, das explodiert. Normalerweise gibt es irgendwo so eine Frucht, also so ein Pineapple oder so eine Wassermelone irgendwo hier. Wenn man das trifft, dann kriegt man auch $50 oder so. Ja, das waren jetzt die Modi, die ich euch zeigen wollte. Es gibt noch, die anderen Modi sind einfach nur Variationen dafür, davon. Ja? Also, aber in der Regel ist man in einem Schießstand und hat man entweder diese Pappen, die irgendwo aufpoppen und muss man die treffen oder diese Zombies, die auf einen zulaufen. Man hat dann auch die Sandbox, da gehe ich aber nicht nochmal rein. In diese Sandbox ist quasi so ein Areal oder so ein Raum, wo ihr selbst quasi euer Parcours bauen könnt. Also da kann ich einfach sagen, okay, dann will ich dort ein paar Gegner haben und welche Gegner möchte ich haben, dann kann ich einfach mal damit üben, so nach Gusto. Ja, das kann man dann dort machen.
Genau, das war Gun Club VR. Ich finde, hier kann man wirklich verschiedene Sachen üben. Man kann ja Taktik üben, man kann ja Präzision üben, wobei, da sind wir wieder bei der Technik mit der PlayStation. Ich finde, dass das Ding schon ziemlich präzise ist, wenn man das nicht so hin und her bewegt. Ja, wenn ich in so einen Action-Radius von 90 Grad schieße, so wie das jetzt hier, ja, dann funktioniert das mit der Präzision eigentlich ziemlich gut. Ich habe die Waffe gerade und wenn ich nach da gehe, dann ist sie auch genauso, wie ich sie habe, also gerade. Ja. Wenn aber diesen Action-Radius so ein bisschen erweitert wird, und da gibt es ein paar Modi, wo das so ist, wo wirklich Gegner von da kommen oder Gegner von da, also wirklich 180 Grad, dann stelle ich fest, dass, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier fängt auch schon ein bisschen so der Controller zu, weiß nicht, die Präzision zu verlieren. Und dann merke ich, gerade wenn der Gegner ganz weit weg ist, dann kommt der Schuss, dann geht er da, obwohl ich eigentlich geradeaus gezielt habe. Und dann muss ich mich dann wieder anpassen. Und das würde im Echten natürlich nicht passieren. Wenn ihr die Waffe in der Hand habt, dann wisst ihr, okay, das ist hier gerade. Und das kann ja nicht sein, dass ihr plötzlich einmal so gerade hält. Das würdet ihr natürlich durch die Haptik in der Waffe auch merken. Und das ist hier nicht so, weil das alle Sensoren sind. Also was ich gemerkt habe, ist, wenn das viel zu weit auseinander ist, dann rutscht der so ein bisschen und dann hat man nicht so viel Spaß, weil man ständig nachkorrigieren muss. Aber in diesem Modi hier, in Warehouse, wo man meistens immer so 90 Grad oder 80 Grad so Action Radius hat, dann funktioniert das ziemlich gut. Und wenn man das einmal ein bisschen geübt hat, dann habt ihr gesehen, dann kann man wirklich ziemlich schnell Kopfschüsse machen. Und das funktioniert echt gut. Und diese ganzen Bewegungen, was man hier mit der Waffe hat, super gelöst. Also man hat wirklich das Gefühl, man hält eine Glock in der Hand. Ja? Also ganz klar VR, ja, ich kann hier keinen Daumen hoch machen, ja, aber ich will sagen Daumen hoch. Das Spiel, was wir euch gerne zeigen möchten, ist Super Hot VR. Das ist im Grunde genommen ein ziemlich geiles VR-Spiel. Die Grafik ist auch nicht das Wesentliche hier, sondern im Grunde genommen, wie man sich bewegt und wie man interagiert mit seinem Gegner. Ja. Man kann schlagen mit den Händen, man kann auch schießen in dem Spiel. Und der Marius demonstriert nochmal für euch, wie dieses Spiel funktioniert und was das Besondere dabei ist. So, Hallöchen. Also, wir haben hier zwei Hände, die sind auf die Controller bezogen, wir können die drehen. Und ich kann jetzt hier mit der Taste mal die Waffe greifen. Sobald ich sie greife, geht das Spiel los. So, wenn ich mich nicht bewege, passiert in dem Level nichts. Sobald ich mich bewege, bewegt sich auch der Gegner. Und das ist die Besonderheit bei dem Spiel. Es geschieht alles in Slow Motion quasi. Oder in Bullet Time, wie man es von Matrix kennt. Und erst, wenn sich der Spieler bewegt, also sei es Kopfbewegung oder Körperbewegung oder die Hände, dann bewegt sich auch was in dem Spiel. Also dann beschleunigt man quasi die Zeit. Ja? Und da muss man sich wirklich ganz genau überlegen, was tue ich jetzt quasi als nächstes. Ja? So, Marius, aber erzähl noch mal ein bisschen was für dein Spiel. Hat das hier mit Realität zu tun? Ich finde, also in der Realität hat man ja keinen Bullet Time. Kann ich gucken, wo die Kugel hingeht. Aber ich finde es schon krass, weil man sich auf mehrere Gegner gleichzeitig konzentrieren muss. So, jetzt greife ich hier mal in die Trickkiste. Puff. Puff. Also nur zwei Schüsse mit dir, genau. So, man muss sich auf mehrere Gegner gleichzeitig konzentrieren. Und man kann schon gut über Kim und Korn zielen. Jetzt sehe ich zum Beispiel, dass die zweite Patrone, weil er sich gleich vorwärts bewegt, treffen wird. Realistisch finde ich es jetzt nicht so krass, weil die Menschen sind sehr pixelig, also mit Absicht so gemacht. Gehen wir mal nach Chinatown. Und es ist alles weiß, man soll sich auf die Gegner konzentrieren. Cool ist die Idee mit dem Slow Motion, dass wenn ich mich bewege, dass sich auch die Gegner bewegt. Ach, Chinatown war ich ja schon, ne? Das ist auch, ich glaube, das ist auch die Hauptmechaniker vom Spiel. Es ist ein Taktikspiel. Genau. Das heißt, du musst erstmal gucken, was habe ich um mich herum, welche Waffen habe ich zur Verfügung, wie viele Gegner, was haben die Gegner in der Hand. Und dementsprechend muss man überlegen, welche,
welche ist die nächste Bewegung, die ich ziehe? Also im Grunde genommen ähnlich wie, oh, das war sehr gut. Du kannst ja die Kugeln abfangen mit irgendeinem Metallstück, beispielsweise deiner Pistole. So. Das Spiel kann man aber auch in normaler Geschwindigkeit spielen. Also Was? Wenn man irgendwann mal so weit ist, kann man das in echter Geschwindigkeit. So, ja. Was ich ganz geil fand bei dem Spiel, ist der, ich sag mal so, der John Wick-Effekt. Ja. Man schießt einen Gegner und dann fliegt quasi seine Pistole oder sein Maschinengewehr, wie hier, durch die Luft. Du musst das in der Luft fangen, kannst du gleich zurückschießen. Das ist wirklich eine echt coole Spielmechanik. Ja, das ist cool. So, wir hatten gerade eben beim VR Gun Club thematisiert, dass es so Langwaffen ein bisschen schwierig ist, weil man eben in der Luft greift. Aber dieses Problem würde gelöst mit dem Aim-Controller. Tada! Ich weiß nicht, ihr seht, was ich sehe jetzt gerade, gell? Genau. So, ja. Wir sehen hier den Aim-Controller. Ziemlich cool nachgebildet. Also wirklich, ich kann ihn drehen, ich kann ihn wenden. Das sind nur Umrisse, aber ich finde es ziemlich cool gemacht. Das ist richtig geil, wenn man tatsächlich diesen Controller in der Hand hat und du siehst ihn wirklich ganz genau dort. Jetzt siehst du, ich muss meinen Range of Motion muss ich ausfüllen. So, Farpoint ist ein, ja, wie nennt man das, ist ein Abenteuerspiel. Also die Story ist, man ist quasi sowas wie ein Astronaut und man landet in einem Planet und man muss sich durchschlagen. Und der Planet hat verschiedene komische Kreaturen, hauptsächlich Spinnen. Und ja, und man muss sich eben verteidigen und dann hat man eben mehrere Waffen zur Verfügung. Und das ist wirklich ziemlich cool gemacht, das Spiel. Und diese Aim-Controller, also diese PlayStation-Waffe, wurde auch für dieses Spiel, glaube ich, konzipiert. Also das war das erste Spiel, die wirklich diese Waffe benutzt hat. Also die passen zusammen. So, in dem Spiel, es ist jetzt anders als bei den anderen Spielen, die wir vorhin hatten. Hier muss man läuft hier. Man geht nach vorne, nach hinten. Man hat eine volle Bewegung. Ja, es ist zwar immer so ein bisschen geradeaus, aber man bewegt sich. Und das ist für Leute, die Probleme haben mit Übelkeit oder mit der VR-Krankheit, das ist problematisch. Und ich bin eins davon. Also ich hab probiert, das Spiel zu spielen, aber ich komme damit nicht zurecht. Also spätestens nach einer halben Stunde ist mir wirklich total übel. Und deswegen kann ich das nicht so spielen. Deswegen zeigt der Marius das. So, wir sehen die Waffe. Ich habe hier einen Red Dot. Ja, ist cool. Kann jetzt hier mal... Stimmt doch, also ist relativ präzise. Da, wo ich hinziehe, da gehen die hin. So, jetzt laufe ich. Und schon ist mir komisch gerade. Vielleicht legt sich das gleich, vielleicht ist es am Anfang. Das heißt, ich schaue mich jetzt um. Hier ist überall, ich kann auch nach hinten schießen. Hier sind überall, ist Level. Das ist ziemlich cool. So, oh je. Gut. So, da ist schon mein Gegner. So. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich das berühre. So, man sieht's. Ich kann mich jetzt. Du kannst um die Ecke schauen, das ist cool. Das ist schon cool gemacht. So. Die Waffe überhitzt, deswegen man kann ja nur so eine bestimmte Anzahl von Schüsse ganz schnell abgeben. Kann ich die Hand lösen und kann mit einer Hand mal kurz schießen? Ja. Aber weit nicht so gut. So, jetzt kommen hier recht viele. Ich finde schade, dass ich mich nicht drehen kann. So, und... Ach so, ja, drehen kann man sich schon. Ich habe es aber in den Optionen abgeschaltet. Man hat verschiedene, ich sag mal so, die nennen das Komfortoptionen. Und eine der Sachen, die wegen dieser Übelkeit ziemlich, also die ziemlich viel Übelkeit verursachen, ist das Drehen. Also, dass man sich eben nach links oder nach rechts dreht. So, und man merkt schon, jetzt kommen auch kleine Gegner. Ich genau, muss und das habe ich deswegen abgeschaltet. Auf der Hut sein. Das heißt, wenn man sich drehen will, muss man wirklich sich mit dem eigenen Körper drehen. Und, nee, du hast doch keine zweite Waffe. Okay. So, ich laufe jetzt hier durch. Und dieses abrupte Bremsen ist immer nicht so gut.
Man muss permanent auf der Hut sein. So. Und. So, gut. Ich laufe jetzt weiter. Ich glaube, was man vermeiden sollte, sind wirklich so abrupte, schnelle Hin- und Herwechsel. Ja. Das ist im taktischen Spiel relativ häufig, dass man das benutzt. Ich würde es hier weniger machen, weil da wird es einem wirklich sehr komisch. Und ich habe das letzte Mal auch eine halbe Stunde gespielt und es ging mit der Übelkeit. Traue mich jetzt trotzdem nicht, die Waffe runterzunehmen und weiterzulaufen. Ich setze mich jetzt ein bisschen schräg hin, dann habe ich die Waffe, oder stelle mich, im Schießen würde ich mich auch leicht schräg stellen. Lauf jetzt weiter und man ist permanent am Schauen. Ja. Man ist. Und das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Du bist permanent in dem Spiel am Schauen, weil es kann von jeder Seite irgendwas kommen. Und wirklich auch von hinten und du bist nur am Schauen. Ja. Also ich bin wirklich, ich kann sagen, ich bin wirklich drin in dem Spiel. Absolut. Ich würde sagen, die Immersion ist in diesem Spiel wirklich am krassesten. Ja, man ist in diesem fremden Planeten und dann kommen diese Viecher. Und ich kriege auch ständig Angst davon, weil es kommt immer von unten irgendwie so eine Riesenspinne und dann springe ich immer nach hinten. Ich würde sogar sagen, es lohnt sich. Ich würde jetzt gerne sogar Deckung nehmen. Was ist das? Da kannst du das Ding wegballern da. Ja. Alien-Eier. Gut. So, ich würde sogar... Guck mal hier, hinter mir. Sehr gut. Oh, noch einer. Ach du Scheiße. Und gerade bei so Szenen sollte man wirklich rechts und links laufen. So rechts und links, um sich zu verstecken, aber... Da muss man wirklich sehr schwindelfrei sein, dass einem da nicht übel wird. Aber man ist wirklich permanent auf der Hut. So, wo ist er? Ich habe was gehört. Ich weiß nicht. Guck mal, ich sehe mich sogar im Schatten, ne? Siehst du? Ja. Ich nehme die Waffe hoch. Das ist interessant. Ich lehne mich nach hinten. Ich lehne mich nach vorne. Das ist cool gemacht. Ich laufe. Das gefällt mir sehr gut. Okay. So Leute, jetzt habt ihr nochmal gesehen, wie wir die drei Spiele getestet haben. Spaß haben alle Spiele auf jeden Fall gemacht. Ich denke, es kommt darauf an, natürlich, welches Spiel man hat. Genau. Aber ich glaube, unser Favorite war hier das Gun Club VR. Ja, definitiv. Weil ich glaube, das Spiel hat auch als Zielgruppe echte Schützen. Da ist eine Liebe zu Detail, was die Waffen angeht. Das sind auch sehr viele Waffen, die zur Verfügung stehen. Echte Waffen. Man kann diese Waffen auch aufpimpen mit Zubehör, die man auch als Schütze durchaus gebrauchen kann. Und das macht einen Heidenspaß, das Spiel. Also das ist wirklich, manchmal sitze ich hier mal abends und muss nicht in die Range gehen, sondern kann hier das nochmal machen. Das bringt was und ich denke, man kann wirklich einige Sachen damit trainieren. Also Präzision kann man rudimentär schon machen. Abläufe kann man auf jeden Fall nochmal machen. Wir haben nochmal die anderen Spiele. Farpoint mit dieser Gun hier, was auf jeden Fall ein super cooles Zubehör ist. Aber aus Sicht eines Schützes weiß ich nicht, ob Farpoint so, das ist eher so Rumgeballer. Farpoint ist eher ein Fantasy Action, wie man in so einem Film, wie man eintritt und einfach Spaß hat, also und mit unrealistischen Waffen auf unrealistische Gegner schießt. Es macht Spaß. Mit der Bewegung ist es ein bisschen kritisch, trotz der Reisetablette, die ich genommen habe, ist mir doch durch dieses Hin- und Herlaufen, man sieht es am Anfang rechts, links, nach vor, zurück, wird es einem doch echt ein bisschen schwummrig. Aber auch beim VR muss ich als Sportschütze sagen, ich meine, bei der VR spielt, bei dem Gun Club, spielt man das mit diesem Move Controller, das ist hier die Hand und so wird geschossen. Und das ist sozusagen der Trigger. Und jetzt ist es ja für Sportschützen in dem Bereich auf 25 Meter Präzision zum Beispiel viel Triggerarbeit, der saubere Abzug. Ich suche mir den Widerstand und dann wird es ausgelöst. Da gibt es keinen Widerstand. Das geht nicht. Es ist ein durchgehender Widerstand, der leicht ist, aber ich habe hier keinen... Aber was ich gemerkt habe in dem Spiel, der hat auch einen gewissen Spielraum, wenn man in den Gun Club VR, ich ziehe auch ein bisschen, irgendwann mal macht es Klack. Ich habe zwar kein Feedback hier, wann dieser Klack ist, aber ich habe ständig ein Feedback im Ohr, also wenn dieser Schuss gelöst wird. Und nach einer Weile
habe ich gemerkt, also wenn ich mit meiner Glock schieße, dann bin ich auch, dann gebe ich einen Schuss und der nächste Schuss, ich ziehe schon bis zu einem gewissen Punkt, dass ich einen kürzeren Weg habe. Und ich habe mich ertappt beim Gun-Klavier, dass ich auch genau dieses Verhalten habe. Ich ziehe auch bis dahin. Ich habe zwar kein Feedback, also kein haptisches Feedback, aber trotzdem, man macht das. Also, wie man es halt macht, genau. Eben, deswegen, ich denke, man kann, es ist kein echter Trigger-Training, das man machen kann, aber trotzdem rudimentär. Ich finde schon gut. Ich glaube halt, dass es ab einem gewissen Bereich Präzision nicht mehr funktioniert, aber so, es ist den hat er auch hier zum Spaß und für gerade für den Anfang beim Schießen ist es auf jeden Fall gut, Abläufe zu lernen. Ja. Und mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Genau, und wir hatten nochmal den Super Hot. Das ist tatsächlich ein bisschen weit weg von Realität, vom Schießen. Man hat zwar mit Waffen dort zu tun, aber dort steht mehr im Vordergrund eigentlich dieses, was muss ich am besten tun, um meinen Gegner so schnell wie möglich auszuschalten. Und das hat sehr viel mit Taktik zu tun und dafür ist das Spiel wirklich super geil. Ja. Aber mit jetzt echtes Schießen, das Verhalten, wie die Kugel einfach mal nach vorne fliegt oder wie die Waffe sich verhält, das hat natürlich nichts mit echten Schießen zu tun. Macht super viel Spaß, aber ich denke für die Schützen unter euch, die so eine PlayStation VR haben oder überhaupt eine VR-Brille, ist diese ganz VR tatsächlich empfehlenswert. Ja. Macht super viel Spaß. Man kann auch ein bisschen was lernen dabei und also eine klare Empfehlung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Mir hat super Spaß gemacht. Ich werde jetzt gleich nach dem Video auch noch mal eine Runde spielen. Soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao, ciao.